Weil Leute, die sehen uns der Kirche auch nicht. Also wenn ihr einen könnt, sieht das so aus. Okay. Ich komme mal mit näher. Also die Fußstellung ist so. Euer vorderer Fuß steht hier so ein bisschen weiter vorne, ist in der Mitte, so kurz vor den Schrauben. So. Euer hinterer Fuß steht hier so mit den Zehenspitzen, also so bis zur Hälfte aufs Board, hinten aufs Tail, so ziemlich weit hinten aufs Tail. Die Fußstellung nehmt ihr dann an. So, und jetzt müsst ihr das Board schön kräftig runterpoppen und dann einen geringen Moment danach den vorderen Fuß schön über das Deck gerade vorne rausziehen. Wie bleibt ihr dann hängen? Dann müsst ihr abschwenken und das Board wieder catchen. Also, ich wiederhole es mal kurz. So, die Fußstellung, ihr poppt runter, zieht raus, abschwenken und catchen. Ja. Nein, sieht das so aus. Also, ihr könnt auch, also am Anfang solltet ihr den Fuß ein bisschen weiter nach vorne stellen. Wenn ihr den Olli dann schon ein bisschen besser könnt, könnt ihr den auch eher so in die Mitte stellen. Aber ist der Olli ziemlich schwer. Ich bekomme den dann besser nicht so hoch. Ja, das war ein Olli. Okay, jetzt sage ich euch, was ihr alles falsch machen könnt. Oder was halt am Anfang ihr falsch macht. Also, erstmal, was man natürlich eigentlich falsch macht, ist, dass man zu wenig runterkommt. Mit wirklich schön feste, halt auch nicht zu feste, der das Board irgendwo hinschleudert, aber einfach so ein Gefühl dazu haben. Ihr müsst wirklich dann auch darauf achten, wenn ihr gezogen habt, mit beiden Füßen wirklich vom Board runter zu gehen. Weil wenn ihr auf dem Board drauf steht, kann es auch nicht nach oben. Ja klar. Es ging dann nur auf den Mond. Ihr müsst halt auch wirklich darauf achten, das ist wirklich bei vielen der Fehler am Anfang, dass ihr unter Pfoten ziehen, mit dem Vorderfuß abgehen, aber mit dem hinteren drauf steht, dann ist der Olli nur so. Und ist dann halt nicht ausgeglichen. Wenn ihr aber auch mit dem hinteren Fuß abgeht, ist der Olli schön ausgeglichen und geht besser. Das ist eigentlich das, was man da nur falsch machen kann. Und ihr müsst halt auch wirklich immer üben, weil der ist ja für Anfänger halt erstmal nicht ganz so einfach. Das ist halt auch der Basic Trick für alle anderen, die ihr wirklich könnt. Und das ist auch halt der erste, den ihr lernen müsst. Ja, kann man halt auch für alles anwenden. Ja, und das braucht halt auch seine Zeit. Dann noch viel Spaß beim Üben und Schauen.